Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Wildhams 1 mit mir, mit Puck. Und wie ich im letzten Turns angekündigt habe, hatte ich etwas mit dem 255-Items-Cheat gemacht, wenn man so möchte. Ich habe mir geheime Zeichen geholt, kleine Blumen, weil man mit den kleinen Blumen das Glück verbessern kann. Aber ich habe auch einen dummen Fehler gemacht, denn ich habe versucht, Duplikatoren zu vervielfältigen. So Schlüssel zu haben ist ja nie schlecht. Dummerweise hatte ich noch zwei von den Duplikatoren. Einen hatte ich ja hier gefunden, einen in Holy Centaur. Und wenn man mehr wie ein Item hat, verschwindet das Ganze leider. Aber ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert, nur damit ihr einen Eindruck habt. Ist nämlich eigentlich wirklich total Banane, der Trick. Mit dem ersten Charakter, meistens Rudy oder Puck, benutzt ihr einmal die Heilbeere auf sich selbst. Das gleiche macht ihr mit Jack und mit Sophia oder Cecilia vielleicht bei euch im Normalspiel. Wählt ihr dann die Heilbeere aus und sucht einen Gegenstand aus, den ihr vervielfältigen wollt. Nehmen wir einfach mal, was nehmen wir denn da? Ja, was nehmen wir denn da? Ein Mondstein. Wechselt den Platz und dann führt ihr den Kampf ganz normal weiter. Wichtig, der Gegner muss so lange überleben, heißt nicht durch Gegenangriff oder so getötet werden, sonst klappt der Trick nicht. Erst wenn die beiden Heilbeeren benutzt sind und dann der Gegner besiegt wird, geht der Trick auf. Und dieser Gegner nervt auch noch extrem, weil er hier halt diese AOE-Attacke andauernd macht. Aber egal. Kein Problem für unser Trupp. Übrigens habe ich auch mit dem Geld, was ich dann bekommen habe, etwas Pucks Waffe aufgebessert. Nicht, dass ihr sagt, ich hätte euch das irgendwie vorenthalten. Ich habe hier die Angriffskraft erhöht und die Accuracy jeweils und beides 10 Kugeln. Wie gesagt, aber jetzt erstmal zu den Gegenständen. Jetzt hat man 255 Mondsteine. So einfach ist der Trick, wenn man so möchte. Ich habe dadurch zwar meine einzigen Duplikatoren verloren, aber na egal. Ich werde schon noch welche finden. Ich hoffe nicht, dass das die letzten in meinem Spiel waren. Ah, Todeslabyrinth ist hier. Weiter nördlich ist nichts mehr. Na gut. Aber ansonsten denke ich auch, ich bin den Gegnern gewachsen. Also wollen wir doch mal Spaß haben. So. Und die gute Sophia hat jetzt ja mal wirklich doch einiges an Sprüchen. Und da bin ich mal gespannt. Übrigens kann man den gleichen Trick natürlich auch mit den ganzen Äpfeln machen und so. Und damit sich schon außerhalb der ersten Stadt, also Adelheid, komplett unbesiegbar machen eigentlich. Wenn man seinen Stärke, Reflex, Magiewert so enorm erhöht. Aber das ist dann ja auch irgendwie nicht witzig. Dadurch, dass ich jetzt alle Zauber habe, wird es zwar wahrscheinlich etwas besser und leichter, aber jetzt nicht so viel, weil die wichtigen Angriffszauber, um die Elemente zu treffen, die hatte ich vorher auch schon. Das heißt, im Endeffekt ist zumindest das nur ein bisschen entgegenkommen. Und auch dieses mit den Quick Draws hier, ist eigentlich auch nur nett, nice to have, wenn man so will. So, ich habe also jetzt quasi das Spiel etwas leichter gemacht, aber also die Kämpfe besser gesagt, Gift wollte ich gerade sagen, aber jetzt nichts Wahnwitziges verändert. Also ich muss zugeben, wenn ich mir jetzt die ganzen Äpfel reingezogen hätte, fände ich das auch nicht mehr witzig, dann wäre das irgendwie nicht mehr dasselbe. Ach ja, das Todeslabyrinth soll das ja sein, nicht? Naja, ich muss da noch. Ich wollte gerade noch einen Spruch ablassen. Todeslabyrinth ohne Gegner. Warum musste ich auch die Klappe aufreißen?
Egal. Jetzt kannst du uns mal deinen aufgebesserten Prismastrahl zeigen. Und wir wollen mal wissen, was die Schwäche von den Gegnern ist. Übrigens, Puck und Jack haben schon 4-stellige Lebenspunkte. Finde ich doch nett. Sachea, Level 8. Schwäche heilig. Naja, gut. Ich wollte gerade sagen, gefährlich kommt mir das bis jetzt nicht drüber. Holy fuck. Die Waffe ist ja enorm stark geworden jetzt. Also das hätte ich gar nicht vermutet, dass sie so böse abgeht. Okay, das hat definitiv Einfluss aufs Game. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man sich früh einfach nur Geld zusammenfarmt, hat das wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Aber das ist schon... Holy. So. Aber ich werde ja trotzdem damit jetzt nicht um mich werfen, von daher soll es alles noch im machbaren Rahmen bleiben. Übrigens fällt mir gerade auf, ich muss ja noch die eine... Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Du kannst nicht mehr Wappenbild tragen. Klasse. So. Jetzt kann Jack auch mal versuchen, hier seinen neuen Trick zu lernen. Und Hanpan sucht sich mal was von Items als ein Halstuch erhalten. Also anscheinend eine Klauattacke. Die grunzen auch wie die Schweine, ne? Also haben keinen Anstand, diese Gegner. Und sehen auch so aus wie Hannibal Lecter oder so, ich weiß ja nicht. Ja, die Gegner geben aber relativ wenig XP ab hier gerade, finde ich persönlich. Also könnte ruhig mehr kommen. Ohne Witz, keine Ahnung, wofür das jetzt wichtig war, aber irgendwo wird sich was getan haben. Das ist ja, man stolpert hier von einer Klammer auf Falle in die nächste Falle und guckt, wie man weiterkommt. So, Minion, hört sich schon schön an, also Unterling. Mal sehen, wie sich die Gegner so tun. Leider kann man nicht die Magiepunkte von Cecilia irgendwie, also die Zauberkosten auf null runtersenken. Wobei selbst dann würde ich die wahrscheinlich nicht mal nutzen, einfach weil es nervig ist, die auszuwählen. Dafür wäre ich dann wahrscheinlich zu faul. So, wo geht's denn hier hin? Also bis jetzt scheine ich ja echt mehr Glück wie Verstand gehabt zu haben. Dass ich die direkt gefunden habe, ohne noch mal extra irgendwo hinlaufen zu müssen. So, eine Heilbeere erhalten. Tschüss. Da geht's nicht runter. Was denkst du denn, dass ich da in diese Falle reinlaufe, Junge? Holy.
Ja, blast gegen alle. Na ja, gut, das war jetzt ja irgendwie langweilig. Also die Gegner hier drin allgemein scheinen etwas unterpowered zu sein. Hey, natürlich, also Puck geht jetzt natürlich richtig böse ab mit seinem Arms, aber dazu kommt es ja meistens noch nicht mal, dass die eingesetzt werden. Aber für mich kommt es auch sehr straightforward rüber hier gerade, also. Ja. Das kommt wahrscheinlich noch, dieses Verirren im Schloss. / Dungeon. Also die normalen Gegner halten ja gar nichts aus. Dass mich auf einmal ein Edelstein angreift, ich bitte euch, ein Edelstein. Dass selbst die Schwächste aus meinem Club hier die Gegner normal besiegt. Definitiv Overkill. Also ich habe auch nicht gedacht, dass jetzt das auf... Ich dachte schon, er greift jetzt uns an. Dass das Aufwerten der Arms auf einmal so einen derben Effekt hätte. Ich dachte, ich würde vielleicht 500 statt 300 Schadenspunkte machen, das ist krass. Böse Sache das. So, im nächsten Kampf soll es dann hier aufhören. Ja, Gegner. Yay, Gegner. Wobei, habe ich eigentlich einen Zauberspruch? Muss ich mal gucken. Da muss doch was zu machen sein. Der Schaden ist zwar gar nicht mal so viel. Also nur 218 von ihm. So, jetzt dürfte Jack den trotzdem zu Ende bringen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es war auch ein Zauber dabei, der die Gegneranzahl senkt. Erniedrigt hört sich falsch an. Gucken wir doch mal. Zaubern. Sophia, Escape, Curse. Curse, Kampfquote erhöhen. Escape, Tor zum Verlies, Heal heilen. Klasse. War natürlich nichts dabei in der Hinsicht, na egal. Klartscheim. Was denn? Klartschein? Verwirrung aufheben. Stimmt auch wie ein Item. Was war ja auch klar, dass es keinen Spell gibt, um Gegner fernzuhalten. Das wäre auch zu schön. Aber bis jetzt hält sich die... Also ist schon sehr komplex dieser Dungeon, es gibt so viele Wege. Aber zumindest jetzt noch nirgendwo, wo ich sagen würde, Dead End. So.
Ne, darunter plumpsen kann man jetzt nicht. Ja gut. So. So ganz langsam dürfen wir uns der Mitte des Dungeons nähern. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, mal sehen, ob wir weglaufen können. Ja, die Gegner geben jetzt nichts Tolles ab. Da muss man es auch nicht sich für krumm buckeln. Hä? Ja klar, das steht falsch. So viel sehe ich auch. Rüberbringen kann ich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich's. Hier geht's im Endeffekt weiter. Und die Statuen sind die, die man noch verschieben muss. Ah, clever. Das heißt, die anderen Statuen, die ich da weggeschoben habe, symbolisieren das Ganze hier nur. Ah. So, das muss, irgendwo war doch hier Schwert Heiligen oder so, ne? Also komm, wo ist es? Lightblow, Waffe Heiligen. Jacks Lichtkraft verstärkt. Mal sehen, eben hat er 440 gemacht um den Knack und jetzt? Naja, super Treffer. Hm. Na gut, ist alles noch im Rahmen. Gut. Dann die Lähmung aufheben. Wo war das nochmal? Also zumindest den Trick im Groben durchschaut. Was wiederum heißt, ich muss noch zwei weitere Statuen finden. Dort unten war ich. Hm. Ganz ehrlich, wenn ich extremes Level machen möchte, kann ich das auch off machen. Da muss ich euch jetzt nicht mit belästigen. Denn für stinknormales Kämpfen muss ich jetzt nicht die Screenzeit hier nutzen. So. Haben wir schon mal den vierten, den vorletzten, oder so. Ist der vierte, war egal. Hier war ich noch nicht. Und jetzt müsste hier irgendwo der letzte sein. Naja, vor einem Gegner laufe ich jetzt nicht weg. Cool wäre es, wenn man die Waffen allgemein elementarisieren könnte, also mit einem bestimmten Element zu zaubern. Okay, hier war also der andere Eingang, den man nehmen konnte. Stimmt. Weil was mir gar nicht auffallen ist, man kann am Anfang ja nicht den mittleren Weg nehmen. Weil man da unten rauskommt. Ja, Reise gespeichert. Okay, also wenn ich mich nicht ganz verschmutze, muss ich jetzt mal zurück. Und da oben ging es auch noch nach links. Genau. Ich glaube, es wird doch noch ein bisschen kompliziert, den letzten zu finden. Also was ist kompliziert, ausdauernd. Also ich mache kurz einen Break. Bleibt dabei. In der nächsten Episode heißt es dann, wir lösen das Todeslabyrinth auf. Bis denn.